Moin! Nachdem wir das letzte Mal beim letzten Box-Opening ja ganze vier Brawler gezogen haben, unter anderem hier, die gutste, die jetzt da steht, nämlich hier Sandy, haben ja jetzt gesagt, gut, alles klar, wir ballern jetzt den Brawl Pass mal voll für euch und zeigen euch dann noch die restlichen Boxen, bevor wir dann anfangen, immer diese 500er Boxen dann zu sammeln. Und genau das machen wir jetzt mal. Vorher sei mal noch ein Hinweis gestattet. Wir haben unser Gewinnspiel gestern durchgezogen. Da ist sogar, also wir machen Gewinnspiele jetzt immer mal ein bisschen anders, wenn wir abends live sind. Bis jetzt haben wir ja immer mit Glücksrad gemacht, machen wir auch weiterhin logisch. Und jetzt haben wir das erste Mal gemacht, dass eure Chancen steigen, je mehr Runden wir machen. Wir fangen dann immer an mit Chancen 1 zu 50. Und jede Runde wird die Chance besser für euch. Also geht es dann 1,49, 1,48. Und gestern hat es geklappt bei einer Chance von 1 zu 42. Bei 25 Likes Double Chance gab es dann den ersten 5er von Google Play. Deswegen hätte ich hier noch zwei. Die können dann noch raus, bevor wir dann wieder nachtanken müssen. Genau, ganz wichtig. Danke an alle, die das hier liken, abonnieren. So, jetzt fangen wir an mit unseren Boxen. Wird kein langes Video. Oh, wenigstens ein kleines Box-Opening für euch. So, schauen wir mal. Wir fahren mal oben rein und gehen mal rein. Oben haben wir jetzt erstmal eine einzelne große Box. Logisch. Wir haben ja das letzte Mal da oben schon komplett geräubert. Da bleibt halt nicht viel übrig. Ich glaube auch nicht, dass heute irgendwas kommt. Ein paar Gadget oder Markendoppler wäre natürlich very nice, aber glaube heute nicht. So, wir haben ja nicht mal das nächste Ziel erreicht. Das ist ja Drama. Okay, Drama, Drama, Drama. Jetzt fangen wir unten an. Brawl Pass. Wir haben noch gute Quests übrig. Belohnung. Und dann gehen wir mal ganz hinter. Schauen wir mal. 70 sind wir jetzt. Wir haben also alles erreicht. Wir kriegen dann heute auch den Skin von ihm. Ja. Und wir haben jetzt, wo fangen wir an? Genau, hier vorne bei 62 sind jetzt nur, wie viele Boxen sind es insgesamt? Sind ja gerade mal 18 Boxen. Also, ganz entspannte Sache. Wollen wir? Los, komm. Schauen wir mal. Mit was fangen wir an? Unten oder oben? Ach komm, wir nehmen erstmal das Normale, wa? Gut, 20 Juwelen ist natürlich immer geil. Nehmen wir erstmal die kleine Box. Wie gesagt, ich bin froh, wenn ich heute überhaupt einen Markendoppler bekomme. Das letzte Mal waren ja wirklich diese vier Brawler mit drin. Bibi war mit dabei, EMZ, Sandy und noch einer. Ach, war's schon wieder. Gut. 100, ja, wo verteilen wir die jetzt? Diese Powerpunkte. Wir müssten rein theoretisch ein, dass wir ein wenigstens mal auf Power nochmal bekommen, auf 10 irgendwann haben. Wir haben ja ganz unten ein, wo ist er denn? Search, genau, der hat schon Power 8, aber 0 Pokale. Das finde ich eigentlich mal total geil. Und den werden wir jetzt mal nehmen. Search all die Powerpunkte. Roller der Zong. Dass man den vielleicht noch vorgeht. So, Megabox, nächster. 185 Gold brauchen wir ja in nächster Zeit sehr viel. Mit was hat denn das jetzt angefangen? Mit 6 oder mit 5? Mit 5, gell? Also gibt es ja wieder eine Spanne 1. Komm, blink wenigstens mit der 1. Nö. Ja, so viel Glück wie das letzte Mal können wir nicht nochmal haben. Ich wacke ja schon mit meinem Google Black, haben wir darum. Große Box. Komm, wenigstens eine Markendoppler. 83 und Sandy. Verbleibende. Nix. Nein, nein, Jende. Okay. 500 nehmen wir mit. Eigentlich müsste doch langsam mal dieses Münzereignis wieder am Wochenende sein. Wenn man seine Dinger da unten einsammelt, wo wir, wir sind so überhaupt, die Dinger, wo man dann 200 hat und dann Münzereignis. Naja, geschenkt. So, große Box. Also große Box hatte ich bis jetzt nicht wirklich Glück. Bei euch in der großen Box schon mal richtig fett abgeräumt. So, jetzt kommt auf alle Fälle eine Megabox und jetzt verbleibende Gegenstände definitiv mal 6. Bitteschön. Mal 6. Sehr gut. Das bedeutet, wir haben wenigstens ein Gadget drin. Star Power wäre natürlich noch geiler, wenn wir die drin hätten. Oder Markendoppler. 3, 2 und die 1 blinkt definitiv. Guckt darüber. Seht ihr, die 1 blinkt. Was wird's? Es wird! Tara! Mystisch! Eine legendären hätte ich mir gegönnt, ja. Ja, seit dem letzten Box-Opening bin ich da ein bisschen verwöhnt. Aber guck mal, mythischen Brawler, das hätte ich ja nicht gedacht, dass wir heute nochmal was ziehen. Und dann blinkt noch in Gelb und Gelb ist ein Markendoppler. Wie geil ist das denn? Tara wirft 3 Tarotkarten, die
Ach, die durch Feinde durchdringen. Mit ihrem Superskill erzeugt sie ein schwarzes Loch, das Gegner in dessen Mitte zieht und Schaden verursacht. Okay. Ja, gut. Wir haben Bruder. Ja. Cool. Na, sag ich doch, Markendoppler. Also, da hat sich das Ding doch schon wieder gelohnt. Eigentlich wollte ich euch nur den Skin für den Search hier oben präsentieren dann, aber so ist das natürlich auch sehr angenehm. Powerpunkte. Wir wollten doch Powerpunkte technisch den Search nach oben holen. Und wie gesagt, Search hat bis jetzt wirklich noch 0. Aber da erhält jetzt nochmal die Powerpunkte. So, damit haben wir Search dann schon mal 580. Machen wir einen Kollegen Search. Brunner. Müsste ja ziemlich weit unten sein. Da ist Search. Ne, Power Level 8. Okay, gut. Den kriegen wir aber. Ich will den erst bespielen, wenn wir die Power Level 10 haben. Oder Star Power noch haben. Naja. Okay. Warpass war auch stehen geblieben. Genau. Und weiter geht's. Megabox. Vielleicht los, kommen gleich nochmal mal 6. Also das Mortara haben, das ist schon geil. Los, drückt mal die Daumen und was kommt? Los, mal 6. Es ist... Nee, mal 5. Ich hatte sogar schon mal 7. Das war geil. Na gut, 4. Ja, da kommt jetzt nichts. Powerpunkte immer her damit. 8 Bit. Ach, den könnten wir auch upgraden. Guck mal. 231 zu 80. Okay. Pem. Aber wir haben ein paar, die wir upgraden können. Max? Gut, da gab es jetzt gar nichts. Sehr traurig. Neuer Pin. Naja, gut, von dem Pin. Okay. Okay, große Box. Ram, da dann mal 3. Nee, gibt es bei der großen Box eigentlich auch mal 4 und mal 5 oder sowas? Oder kriegt man hier eigentlich immer nur mal 3? Mal 3 wird schon immer so mehr traurig. Ah ja, Piper noch. Und das war's. Oh ja. Neuer Pin. Schieb her das Teil. 300 in Gold. Werden wir noch 4 brauchen von Gold. So, jetzt erhalten wir noch mal 500. Genau, 500 Powerpunkte. Und die schmeißen wir wieder bei den Search rein. Da unten ist er. Was? Der Pearl verfügt über die maximale Anzahl an Powerpunkten. Okay. Okay. Da muss ich schon nachher gleich mal gucken. Gut, wenn gehen wir jetzt die 500 dann? Da gehen wir die 500. Wen geben wir die 500? Geben wir unseren Legendary in Sandy? Ja, aber los, komm. Dann erhält Sandy halt diese Powerpunkte und gut ist. Da muss ich doch gleich mal gucken. Neuer Pin. Wir müssen dann mal bei den Search nochmal reingucken. No. So, jetzt kommt's. Darauf habe ich mich gefreut. Damech Paladin Search. Und da bin ich mal gespannt, wie der Kollege jetzt aussieht. Zeig dich. Auf alle Fälle ganz schön. Ganz schön. Mecha Paladin Search. Oh ja. Gut, haben wir den Skin. Standard-Skin, okay. Gut, große Box haben wir jetzt noch keine. Wir wollten jetzt dann anfangen zu sammeln. Wir werden jetzt versuchen, mal die 28 Tage, die wir jetzt so oben noch haben, bis zur Beendigung des Brawl Pass. Wo stehen die da drüben? Oben. In den 28 Tagen noch ein paar große Boxen zu holen. Obwohl große Boxen eigentlich meistens nie was abwerfen. Hätten sie mal lieber immer Megaboxen gemacht. Aber hätte Fahrradkette. Ja, wir wollten ja nochmal schnell bei den Search zusammen reinschauen, was bei dem jetzt los ist. Warum wir den jetzt nicht noch weiter pimpen können, den Kollegen. Wo ist er? Hier, Search. Okay, dann Upgrade. Power Level 9. Super Skill Party Tricks. Was ist denn hier? Ja, jetzt war die Frage, warum kriege ich den nicht auf Power Level 10? Wieso kriege ich den nicht auf Power Level 10? Okay. Bei meinen anderen hier habe ich ja schon 2, die haben da halt wirklich Power nur 9. Und die habe ich auf Power 10. Gut, kapiere ich jetzt nicht. Ja, Moment, pimpen wir den mal noch schnell nach oben. Ja, das war unser schnelles, cooles Box-Opening. Hätte ich ja nie gedacht, dass sich das irgendwie, das nochmal am Brawler rauskommt. Ist aber passiert, sehr geil, nämlich Tara. Und Tara, das ist mit ihren Tarotkarten, die haben wir jetzt bekommen.
Verdammter Arscher. Cool, danke euch definitiv fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder, wenn es weitergeht mit unseren Gewinnspielen oder mit sonstigem Schnickschnack Schnuck hier. Ich sage danke für jedes Like, ich sage danke für jedes Abo. Die gewonnenen Autogrammkarten, ich habe hier noch zwei liegen, die gehen auch mit raus, wer eine Autogrammkarte will. Wenn wir live im Chat sind, ach im Chat sind, im Stream sind, haben wir den Live-Chat drin. Ihr könnt mitspielen, ab und zu verlosen wir auch eine Autogrammkarte von uns. Und wer unbedingt eine haben will, der spendet dann halt innerhalb des Streams. Das haben wir gedacht, 3 Euro, da ist der Versand mit drin, mit allen Schnick, Schnack, Schnuck und unterschrieben mit Widmung für euch. Da kommt hierfür was rein, was ihr haben wollt. Ich sollte es immer länger in die Kamera halten, sagen sie. Für, und dann hier unten noch was. Und dann kommt die zu euch, genau. Genau, danke fürs Zusehen. Und ich gucke mir jetzt mal die Tara ein bisschen genauer an, was die so macht. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim Gewinnspiel. Zieht euch den anderen Kram von uns auch rein. Wollen, vergesst nicht zu liken, uns zu empfehlen. Und wir sehen uns beim Gewinnspiel. Und ja, genau, bis später. Und einen sonnigen Sonntag für euch noch. Bis später, Jungs und Mädels.